Die Westküste Amerikas ist für Reisende und Einwanderer seit jeher ein Traumziel. Gleichbedeutend mit atemberaubender Natur, menschlicher Kreativität und freiem Denken. Wir begeben uns auf die Spurensuche nach dem Geheimnis des Erfolges und der magischen Anziehungskraft der amerikanischen Westküste. Dabei treffen wir auf Menschen, die für das Lebensgefühl und die Energie an der West Coast stehen. Wir begeben uns auf eine unbekannte Reise durch die Bundesstaaten der amerikanischen Westküste. Von der Grenze zu Kanada bis nach Mexiko. Entdecken wir heute die faszinierende Welt von Zentralkalifornien. Der wohl schönste und spektakulärste Abschnitt der Westküste ist Big Sur. Die schroffen Felsen bis ans Wasser, hoch aufsteigende Berge und die geringe Siedlungsdichte vermitteln den Eindruck unberührter Natur. Das berühmteste Wahrzeichen von Big Sur ist die Bixby-Brücke. Die steil in den Pazifik abfallende Berglandschaft von Big Sur ist ein Vogelparadies. Auch der kalifornische Kondor lebte jahrhundertelang hier in den Bergen, bis er Anfang des 20. Jahrhunderts vom Menschen fast ausgerottet wurde. Seit einigen Jahren gibt es, dank eines Wiederansiedlungsprogramms, eine kleine Anzahl freilebender Kondore entlang der Küste von Big Sur. Mit einer Empfangsantenne versucht der Biologe David Chapman, die mit Peilsendern versehenen Vögel zu orten. David arbeitet für die örtliche Tierschutzorganisation, die Ventana Wildlife Society, die für das Wohlbefinden der Kondore verantwortlich ist. David verbringt einen Großteil seiner Arbeitszeit in einer kleinen Beobachtungsstation in den Bergen von Big Sur. Regelmäßig drehen die majestätisch anmutenden Vögel ihre Runden oberhalb von Davids Hütte. Es gibt in Zentralkalifornien 67 Kondore. Unsere Aufgabe ist es, täglich Buch über ihren Gesundheitszustand und ihr Wohlbefinden zu führen. Sie gelten immer noch als vom Aussterben bedroht. Deshalb machen wir täglich Aufzeichnungen, um herauszufinden, ob es Todesfälle gibt oder wo die Tiere gerade sind. Wenn sie Hilfe brauchen, können wir eingreifen. Oberhalb des häufig nebelverhangenen Küstenstreifens und unweit der Beobachtungsstation unterhält die Ventana Wildlife Society eine Fangstation für die Kondore. Einmal am Tag kommt David hierher. Hier wurden 1997 die ersten kalifornischen Kondore im Rahmen des Wiederansiedlungsprogrammes ausgewildert. Alle Kondore sind weithin gut sichtbar mit Nummern versehen. Ich begann vor etwa 10 Jahren, direkt nach dem Studium, als Biologe in freier Natur zu arbeiten. Die Arbeit war saisonbedingt. Besonders gern arbeitete ich mit Vögeln.
Außerdem interessierte ich mich immer schon für bedrohte Tierarten. Kondore sind sozusagen das Aushängeschild für bedrohte Vögel. Es war also toll, ein Praktikum bei der Ventana Wildlife Society anzufangen. Kondore sind einzigartige Tiere. Es sind sehr soziale Tiere. Sie kommunizieren, indem sie ihre Gesichtsfarben wechseln. Kondore haben viele einmalige Eigenschaften und sind sehr intelligent. Mich hat sozusagen das Kondorfieber gepackt. Ich glaube, meine Verbindung zu den Kondoren wurde tiefgehender, als ich verstanden habe, wie wichtig diese charismatischen Tiere für viele Indianerstämme im Westen waren und immer noch sind. Überall, wo Indianer auf Kondore trafen, wurden die Kondore verehrt, für heilig gehalten und von Geheimnissen umgeben. Das hat meinen Horizont erweitert. Ich wollte den Kondoren helfen, die in Kalifornien ausgesetzt werden. Und ich wollte helfen, Kondore wieder mit den Ureinwohnern zu vereinigen, die so lange ohne sie leben mussten. Bisher wurden Kondore in Arizona, in der Nähe des Grand Canyon und entlang der Big Sur-Küste ausgewildert. Das hier ist unsere Fangstation, die wir zusammen mit unserer Schleusenfalle hier dazu verwenden, die Vögel zweimal im Jahr zu fangen. Wir überprüfen ihr Blut dann auf Bleispuren, um Bleivergiftungen festzustellen. Wenn wir eine Vergiftung feststellen, fahren wir mit den Tieren zum Zoo von Los Angeles. Ansonsten machen wir weitere Gesundheitschecks und lassen sie hier wieder frei. Ich überprüfe gerade Gesundheitsparameter. Ich kontrolliere, dass keiner der Vögel unter Stress leidet oder in irgendeiner Weise erschöpft ist. Ich schaue auch, ob sie kürzlich gefressen oder ein Bad genommen haben und ob es ihnen gut geht. Kalifornische Kondore ernähren sich fast ausschließlich vom Aas größerer Säugetiere. Große Gruppen von Vögeln finden sich ein, um an einem Kadaver zu fressen. Bei einer Mahlzeit können sie bis zu einem Kilo Fleisch fressen und danach mehrere Tage hungern. Kondore sind einzigartige Geschöpfe. Sie sind die Reinigungstruppe. Sie fressen nur tote Tiere. Sie sind sehr wichtig für Küstenökosysteme wie dieses, weil sie helfen, die Strände sauber zu halten. Wenn wir sie für die Gesundheitschecks fangen wollen, dann locken wir sie mit Kalbskadavern. Der kalifornische Kondor kann eine Flügelspannweite von bis zu 3 Metern erreichen. Auch wenn sich die Natur in Big Sur in den letzten 100 Jahren vergleichsweise wenig verändert hat, so sind die Gefahren für die kalifornischen Kondore heutzutage andere als früher. Das Hauptproblem für die Wiederansiedlung der Kondorpopulationen ist heutzutage Bleimunition. Kondore fressen die von Jägern zurückgelassenen Eingeweide gejagter Tiere oder Überreste von Tieren, die auf Farmen mit Bleikugeln erschossen worden sind. Die Kugeln aus Blei hinterlassen Bleifragmente in den Kadavern, von denen die Kondore vergiftet werden und sterben. Um die letzte Jahrhundertwende wurden Kondore verfolgt. Ihre Eier wurden eingesammelt oder die Vögel wurden einfach erschossen. Jetzt existiert dieses Problem nicht mehr. Und die Erholung der Bestände wird hauptsächlich durch Bleimunition eingeschränkt.
Als wohltätige Organisation haben wir einen finanziellen Zuschuss bekommen, um die für Kondore ungefährliche Kupfermunition kostenlos an alle Rancher und Jäger aus der Gegend zu verteilen. Sie können dann auf Bleimunition verzichten und Blei wird nicht länger in der Nahrungskette sein. Für Kondore gibt es Licht am Ende des Tunnels, die Hoffnung, dass sie sich erholen. Aber es ist ein langsamer Prozess, an dem wir jeden Tag arbeiten.2006 wurde erstmalig seit über 100 Jahren das Nest eines Kondors mit Jungen in einem Küstenmammutbaum nördlich von Big Sur entdeckt. Inzwischen haben rund ein Dutzend Kondorpaare pro Jahr Nachwuchs entlang der Küste von Big Sur. Trotz großer Erfolge ist das Ziel, in Kalifornien mehr als 150 Kondore anzusiedeln, noch nicht erreicht. Bis dahin bleiben die Tiere in ihrem Bestand in freier Wildbahn gefährdet. Dieser Küstenabschnitt von Big Sur ist der klassische Teil des kalifornischen Highways No. 1. Die 1937 fertiggestellte Straße folgt auf über 100 Kilometern der Küstenlinie nach Süden und schmiegt sich eng an die bis zum Meer vorstoßenden Berge. Die romantische Schönheit der Küste von Big Sur hat seit der Erfindung der Fotografie viele Landschaftsfotografen angezogen. Einer von ihnen ist Robert Knight. Robert ist professioneller Fotograf und lebt im nördlich gelegenen Carmel. Die Landschaftsfotografie hat an der Westküste in der Person von Ansel Adams ihren Anfang genommen und im Laufe der Zeit weltweit ihre Nachahmer gefunden. Der Naturfotograf Ansel Adams machte die vom Menschen nicht beeinträchtigte Umwelt zum Mittelpunkt seiner Arbeit. Ziel war die möglichst naturgetreue Abbildung. Das ist auch bei Robert so. Am liebsten fotografiert er mit seiner Panoramakamera den Küstenstreifen von Big Sur. Der Pazifische Ozean unterscheidet sich sehr stark vom Atlantik. Er verändert sich natürlich über das Jahr hinweg. Man hat Veränderungen in den Gezeiten und die verschiedenen Jahreszeiten bringen unterschiedliche Stimmungen des Meeres mit sich. An jedem Tag, zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit hat man die Möglichkeit, in die endlose Schönheit dieser Küstenlinie einzutauchen. Ich liebe es, an diesem Ort zu wohnen. Ich bin hier sehr gefestigt, ausgeglichen und Teil von etwas, das wirklich ich bin. Wenn ich von einem langen Arbeitstag zurückkomme, bin ich energiegeladener als vor der Arbeit und ich würde es gegen nichts in der Welt eintauschen. Robert fotografiert seit vielen Jahren in der Natur. Er profitiert davon, dass die Landschaftsfotografie inzwischen eine weltweit akzeptierte Kunstform ist.
Jeden Morgen joggt Robert am Strand seines Wohnortes Carmel. Ein gesundes und sportliches Leben gehört hier an Kaliforniens Küste fast zwingend zum Alltag. Ich lege viel Wert auf einen guten, gesunden, balancierten Lebensstil. Und hier in Kalifornien lässt sich das leicht verwirklichen. Für mich bedeutet das, nach dem Aufwachen einige Stunden in der Natur zu verbringen, entweder in den Bergen zu laufen oder hier am Carmel Beach. Hier gibt es so viel zu sehen und für mich ist es eine gute Gelegenheit, jeden Tag richtig zu beginnen. Robert besitzt im Zentrum von Carmel eine kleine Fotogalerie, in der er sehr erfolgreich seine spektakulären Bilder der Westküste verkauft. Die meisten Fotografien entstanden über mehrere Jahre hinweg, in denen ich die gleichen Orte immer wieder aufgesucht habe und immer vertrauter mit ihnen wurde. Über die Zeit sieht man sie zu unterschiedlichen Tageszeiten, Jahreszeiten, bei unterschiedlichem Licht und Wetter. All diese Veränderungen schaffen neue Dimensionen an einem Ort. Ich als Landschaftsfotograf kann mich hier wirklich austoben. Ich habe mich hier niedergelassen und kann jeden Tag in diese Schönheit eintauchen. Landschafts- und Naturfotografie werden zu Recht als ein Kunsthandwerk akzeptiert. Die Natur ist großartig. Sie sollte wertgeschätzt werden und deshalb in der Kunst Einzug finden. Das versuche ich zu erreichen. Die Ehre gebührt der Natur. Ich dokumentiere sie nur. Eines der berühmtesten Motive von Big Sur ist die kleine McRae-Bucht mit Wasserfall im Julia Pfeiffer Burns Nationalpark. Im zentralen Hochgebirge der Sierra Nevada liegt rund 300 Kilometer östlich von San Francisco eines der Prunkstücke Kaliforniens, der Yosemite National Park. Das UNESCO-Weltnaturerbe ist ein Paradies inmitten gewaltiger Granitfelsen, die wie stumme Wächter aus dem üppigen Grün des Yosemite Valleys ragen. Die mächtigen Felsmonolithen des Half Dome und des steil aufragenden El Capitan sind die Herausforderung für Kletterer aus aller Welt. In den 1970er Jahren entwickelte sich im Yosemite das sogenannte Freiklettern zu einem bis dahin unerreichten Schwierigkeitsniveau und machte das Gebiet endgültig weltweit berühmt und das sportlich ambitionierte Klettern populär. Der erfahrene Kletterer Dave Bankston ist mit seinem Trainingspartner unterwegs zum Klettertraining am El Capitan. Erst 1979 gab es die erste frei gekletterte Route in der fast 1000 Meter hohen Westwand. Über Jahre hinweg fanden sich immer wieder die jeweils schwersten Routen ihrer Zeit im Yosemite Valley. Okay, hier sind wir. Sieht gut aus. Der Yosemite Nationalpark ist eines der weltgrößten Mekkas für Kletterer. Im Gegensatz zu anderen Orten haben wir hier großartige hohe Felswände, die leicht zugänglich sind. Normalerweise herrscht schönes Wetter und das Gestein ist sehr solide und sicher. Yosemite ist ein naturbelassener Ort und es ist toll, hier zu klettern. Musik
Seit mehreren Jahren lebt und arbeitet Dave im Yosemite-Nationalpark und ist mittlerweile einer der angesehensten Kletterlehrer. Mehrmals in der Woche trainiert Dave an den steilen Felshängen, um in Form zu bleiben. Beim Freiklettern dürfen nur Hände und Füße zur Fortbewegung verwendet werden. Hilfsmittel wie Seil und Haken werden nicht als Kletterhilfe benutzt, sie dienen nur der Sicherung. Ich mag viele Dinge am Klettern. Ich mag es, hoch oben zu sein und die Aussicht zu genießen. Und mir gefällt, dass man sich dabei konzentrieren muss. Man kann währenddessen an nichts anderes denken. Und dann ist da natürlich der Nervenkitzel, das Adrenalin. Und vielleicht sogar so etwas wie Angst, weil es riskant ist. Ich liebe außerdem die physische Herausforderung, das Workout. Ich liebe das Problemlösen. Manchmal sind die Löcher nicht da, wo man sie möchte. Man muss dann herausfinden, was man zuerst wohin setzt. Die rechte Hand zuerst oder die linke Hand? Den linken Fuß nach oben? Wohin verlagert sich das Gewicht? Dieses Problemlösen macht Spaß. Ich mag das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Ich mag, wenn ich mich durch Herausforderungen beweisen kann. Ich denke, das alles ist es, was mir am Klettern gefällt. Geschaffen wurde der Yosemite-Nationalpark 1890 aufgrund des Engagements des Naturforschers John Muir, der sich sein Leben lang für den Schutz der Landschaften an der Westküste einsetzte. Muir gilt als der Begründer des amerikanischen Umweltschutzes. 1892 hatte er den Sierra Club gegründet, eine Vereinigung von Naturschützern, die noch heute großen politischen Einfluss besitzt. Ich kam vor Jahren das erste Mal nach Yosemite, um hier zu klettern. Meine Freunde und Familie hätten wahrscheinlich nie geglaubt, dass ich hier mal leben und arbeiten würde. Sie dachten wahrscheinlich, dass ich mal etwas vollkommen anderes machen würde. Aber ich bin hier geblieben, weil ich das Klettern und den Park liebe. Es ist irgendwie lustig, dass Leute wie ich, die hier in den Bergen leben, in die Stadt fahren, um Urlaub zu machen. Für Leute, die in der Stadt leben, ist es genau umgekehrt. Meine Frau und ich gehen in die Stadt, um uns Museen anzusehen. Wir verbringen ein Wochenende weg von den Bergen. Ob ich in der Stadt leben könnte? Nein, es wäre wirklich schwierig für mich. Als ich das erste Mal wieder an einer Ampel angehalten habe, musste ich mich daran erinnern, dass es ja in der Stadt viele Menschen gibt und diese Ampeln notwendig sind. Yosemite kann auch sehr überlaufen sein. Aber man braucht nur ein Stück abseits der Pfade zu gehen und kann so einfach den Menschenmassen selbst mitten im Sommer entfliehen. Jährlich kommen etwa 3,7 Millionen Besucher in den Yosemite-Nationalpark. Doch bisher funktioniert der schwierige Spagat zwischen Naturschutz und stetig ansteigendem Tourismus aufgrund strenger Auflagen sehr gut. Kalifornien gilt als das Land der Träume und der Ideen.
Ein wichtiger Grund für die Innovationsfreudigkeit an der Westküste ist die enge Verbindung zwischen den vielen Universitäten und der Industrie. Herausragendes Beispiel ist die Elite-Universität Stanford im Süden von San Francisco. In den 50er Jahren wurde am Rand der Universität in Palo Alto ein Forschungs- und Industriegebiet eingerichtet. Stanford-Absolventen gründeten hier kleine Unternehmen. Mit der Verbreitung der Computertechnik siedelten sich zunehmend Unternehmen der Hochtechnologie an. Der Name Silicon Valley war geboren. Viele der Weltkonzerne wie Apple, Google, Intel, Yahoo oder Hewlett-Packard haben im Silicon Valley ihre Firmenzentralen. Noch immer werden hier täglich neue Firmen gegründet. Viele davon sind Start-ups, die an dem boomenden Geschäft von Anwendungssoftware für Mobiltelefone und Tablet-PCs teilhaben möchten. Prominentes Beispiel eines überaus erfolgreichen Start-ups ist das Softwareunternehmen Flipboard mit seiner Sozialnachrichten-App. Bei dieser Anwendungssoftware werden Inhalte von sozialen Medien und anderen Webseiten in einem Magazinformat gesammelt. Flipboard wurde während einer Brainstorming-Sitzung des Technologieexperten Mike McHugh und seinen Kollegen erfunden. Sie arbeiteten an der Idee, wie das Internet wäre, wenn man es ganz neu gestalten würde. Die Benutzeroberfläche von Flipboard ist für das Durchblättern von Inhalten konzipiert. Der Nutzer kann sich nach seinen Interessen die angezeigten Themen auswählen. Flipboard wurde 2010 zur App des Jahres gewählt und wird ständig aktualisiert. Verantwortlich für Flipboard ist dessen Gründer Mike McHugh. Flipboard ist eines der klassischen Silicon Valley Startup-Unternehmen. Wir versuchen etwas, das es schon lange gibt, mithilfe der Technologie neu zu erfinden. Ich denke, dass viele Ideen, die man jetzt mit dem Silicon Valley verbindet, ihren Ursprung an der Westküste haben. Das Zukunftsweisende, die Risikofreude, einige der Gegenkulturbewegungen der 60er Jahre. Der Glaube, dass eine Person die Welt mit Hilfe von Technologie verändern kann. Die Leute kommen hierher in das Silicon Valley, um Teil dieser Kultur zu sein, die ihren Ursprung in Kalifornien hat. Ich bin überzeugt davon, dass die Umgebung viel zu der Kreativität und Denkweise hier beiträgt. Entscheidend für den Erfolg des Silicon Valleys ist, dass es neben den kreativen Vordenkern genügend Risikokapital gibt und dass in ihren Anfängen keine Idee zu groß oder zu verrückt ist. Man findet hier eine große Anzahl an Risikokapitalanlegern, an Ideen, an Talent und ein ständiges Nachdenken über etwas Neues. Wenn man ein Café nur die Straße runter betritt, dann sieht man 4 bis 5 Leute, die gerade daran arbeiten, ein neues Unternehmen zu gründen. Sie programmieren eine neue App, treffen sich mit einem Risikokapitalanleger oder interviewen einen potenziellen Mitgründer. Das alles passiert dort. Es ist eines dieser ganz speziellen Phänomene, die man mit nichts anderem vergleichen kann. Andere Gegenden und Städte haben versucht, das zu kopieren, mit unterschiedlich großem Erfolg. Aber das Silicon Valley bleibt etwas ganz Einzigartiges. Das Zusammenkommen verschiedener Faktoren hat hier eine ganz besondere Lebenseinstellung hervorgebracht. Es ist der Glaube, dass wir Technologie dazu verwenden können, die Welt zu verändern und zu verbessern. Es ist eine sehr idealistische Denkweise, die bestimmend für diese Gegend ist. Einer der bekanntesten Küstenorte in Zentralkalifornien ist Monterey. In den 1930er und 40er Jahren galt Monterey als die Sardinenhauptstadt der USA. Heute ist die Stadt Heimat des weltberühmten Monterey Bay Aquariums. Es ist früher Morgen. Die See ist noch ruhig. Der Meeresbiologe Wyatt Petrie und seine Assistentin Angela machen sich mit ihrem Boot auf den Weg in die Bucht von Monterey, dem größten Wasserschutzgebiet der USA. Wyatt betreut die berühmte Quallensammlung im Aquarium von Monterey. Heute wollen die Biologen neue Quallen für die Ausstellung fangen.
Wir halten Ausschau nach Ansammlungen von Algen und Pflanzen auf der Meeresoberfläche, die vom Wind und den Wellen zusammengetrieben werden. Dort verfängt sich Treibholz oder Abfälle. Quallen bleiben häufig an dieser Oberflächenschicht hängen. Man kann sie also am leichtesten an diesen Stellen finden. Die Bucht von Monterey gilt aufgrund des Überflusses an Nährstoffen als eines der artenreichsten Meeresgebiete der Welt. Daher fühlen sich auch Quallen hier sehr wohl. Die Qualle ist eines der simpelsten Lebewesen, wahrscheinlich das einfachste sich bewegende Tier. Als Nahrung fangen Quallen Plankton. Sie sind daher sehr wichtig für das Ökosystem des Meeres, da sie die Menge und das Wachstum des Planktons beeinflussen. Wenn es die Quallen hier nicht gäbe, dann hätten wir wahrscheinlich ein stinkendes, dreckiges Meerwasser und das würden die Leute nicht besonders attraktiv finden. Trotz der unangenehmen Begegnungen mit Quallen, die jeder Mensch kennt, haben Quallen eine entscheidende Rolle in der Natur. Es ist wirklich wichtig, dass sie hier leben, auch wenn sie Menschen am Strand verletzen und das sehr schmerzhaft ist. Seit über 500 Millionen Jahren leben Quallen in den Weltmeeren. Fossilfunde beweisen sogar, dass sich ihr äußeres Erscheinungsbild in der unvorstellbar langen Zeitspanne nicht wesentlich verändert hat. Quallen bewegen sich sowohl aktiv als auch passiv fort. Sie können sich mit der Strömung treiben lassen, aber auch ihre Richtung selbst bestimmen. Viele Quallen haben lange Tentakel, die mit Nesselzellen ausgestattet sind. Wyatt muss sehr vorsichtig agieren, um das Tier nicht zu verletzen. Das gefangene Prachtexemplar wird die Ausstellung im Aquarium nur für einige Monate schmücken. Die Lebensdauer der Quallen ist kurz. Ich versuche, sie sehr behutsam aus dem Wasser zu heben. Sie brennen ziemlich stark, aber es gibt noch schlimmere. Diese hier jucken eher und führen zu Hautirritationen. Aber wenn man genug abkriegt, dann ist es sehr unangenehm. Kommt es zu einer Berührung mit den Nesselzellen entlang der Tentakel, platzt die Nesselkapsel und gibt ein giftiges Sekret ab. Das Aquarium wurde 1984 eröffnet. Der Mitbegründer des Technologieriesen Hewlett-Packard ließ das Aquarium für 55 Millionen Dollar auf dem Gelände einer ehemaligen Fischfabrik in Monterey bauen. Das Konzept des Aquariums ist überraschend, sinnvoll und lehrreich. Es macht auf die vielfältige Tierwelt der Bucht von Monterey aufmerksam und fördert das Bewusstsein für den Meeresschutz. Alle unsere Quallen sind in der Monterey-Bucht heimisch und wir zeigen sie im Aquarium. Je nach Saison holen wir die Arten, die man gerade in der Bucht findet, hierher. Ich bin eher durch Zufall zu den Quallen gekommen. Ich wollte eigentlich nichts mit ihnen zu tun haben und wusste nichts über sie. Und irgendwie hat mich genau das fasziniert, die Tatsache, dass wir kaum etwas über sie wissen. Wir wissen so wenig über Quallen, weil die Meeresbiologie sie die letzten 60 Jahre hauptsächlich ignoriert hat und sie als etwas behandelt hat, das der Wissenschaft im Weg steht. Deshalb müssen wir jetzt vieles nachholen und versuchen zu verstehen, warum sich überall auf der Welt die Quallen stark vermehren. Ist das ein natürlicher Vorgang oder begünstigen wir ihn durch Überfischung oder die globale Erwärmung? Wir versuchen, die Rolle dieser Faktoren zu verstehen.
In den großen Becken sollen Besucher, die die wässrigen Tiere meist nur als glibbrigen Wackelpudding vom Strand her kennen, Quallen neu erleben. Als grazile Lebensformen aus einer treibenden Welt. Schon von Weitem kündigt die intensive Bebauung entlang der Küste die größte Stadt Kaliforniens an. Los Angeles ist nicht eine Stadt, sondern ein Konglomerat vieler Städte. Rund 17 Millionen Menschen leben im Großraum LA. Fast 2 Stunden braucht man mit dem Auto von einem Ende der Stadtlandschaft zum anderen. Mit seiner Film-, Fernseh- und Musikindustrie ist Los Angeles immer noch die Entertainment City Nummer 1 in der Welt. Robin Padgrave ist Helikopterpilot und arbeitet regelmäßig für die großen Filmstudios in Hollywood. Heute ist Robin mit einem Location Scout auf Motivsuche für einen Spielfilm. Unterschiedliche Location Scouts erwarten unterschiedliche Dinge. Es kommt immer darauf an, was für eine Filmproduktion es ist oder worum es in dem Film geht. Oft suchen sie zum Beispiel einfach nur nach einem bestimmten Gebäude, einem Parkplatz oder einer Landschaft, die ein bestimmtes Aussehen hat. Ich mag deinen Ansatz, George. Es ist mal etwas anderes. Du willst dir gleich die ganze Filmsequenz vorstellen können. Ich werde also versuchen, ein bisschen von dem nachzustellen, wie es im fertigen Film aussehen könnte. Um sich die Verfolgungsjagd in der Luft genau vorstellen zu können, fliegt Robin mit seinem Helikopter für George die mögliche Flugroute durch die Wolkenkratzer von Los Angeles ab. Würde die Filmsequenz so gut funktionieren? Ja, das sah ziemlich gut aus. Schon als Kind hat mich das Fliegen fasziniert. Eines Tages saß ich am Flughafen, ich beobachtete die Piloten und alles andere. Plötzlich kam ein Helikopter angeflogen und senkte sich in der Luft schwebend herab. Ich, der kleine schwarze Junge, klebte nur noch an der Scheibe. Als der Helikopter leicht abdrehte, rannte ich durch die Flughafenterminals hinterher. Nachdem der Helikopter gelandet war, stieg diese heiße Frau und so ein Typ aus. Und der Helikopter flog wieder davon. Ich fand, das war das Coolste, was ich je gesehen hatte. Inzwischen ist Robin ein gefragter Helikopterpilot. Aber weit mehr als sein Geschäft liegt ihm etwas anderes am Herzen. Robin unterrichtet benachteiligten Kindern aus sozial schwachen Familien das Fliegen in all seinen Facetten. Wir sind hier in Compton, in South Central von Los Angeles. Die Statistiken besagen, dass viele der Kids hier irgendwann mit dem Strafjustizsystem in Kontakt kommen. Aber ich kann mir eins der Kinder vornehmen und die Richtung, die es eingeschlagen hat, komplett verändern. Dieses Kind, das vielleicht krepiert wäre oder im Gefängnis gelandet wäre, kann zu dem Teil der Gesellschaft gehören, der etwas schafft. Und nicht zum nutzlosen Teil. Nicht abhängig von staatlicher Stütze oder im Gefängnis oder so etwas. Das hier ist ein lebendes Klassenzimmer. Alles hier sind Bildungserfahrungen.
Es kommt nur nicht so rüber. Die Kinder denken, sie kommen nur hierher und fliegen dann ein Flugzeug. Sie verstehen nicht, dass sie dafür Mathe, Englisch, Lesen und Kommunizieren und viele andere Dinge lernen müssen, die ihre Lehrer ihnen ständig eintrichtern wollen. In der Schule wehren sie sich dagegen. Hier saugen sie es auf. Hier macht es Sinn. Zum Beispiel, wenn ich einen 2-stündigen Flug machen will, aber nur Sprit für 1 Stunde habe, dann geht das schief. So fangen sie an, es sich selbst auszurechnen. Dann sagt man ihnen, siehst du, das ist Mathe. Und sie denken, Moment mal, ich hasse Mathe, aber ich brauche es hier, wenn ich nicht von der Insel Catalina zurückschwimmen will, weil ich für einen 2-stündigen Flug nur Sprit für 1 Stunde getankt habe. Und so funktioniert es. Ich nenne es verborgenes Lernen. Dieser Ort hier ist ein lebendes Klassenzimmer und es dreht sich alles um Bildung. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ich will zur Air Force. Zur Air Force? Warum nicht zur Navy oder zu den Marines oder zur Armee? Weil ich die Air Force mag und das Wort Air darin vorkommt. Air Force, ja. Ich sehe daran nichts Falsches. Ich zeige dir heute, wie ein Helikopter funktioniert. Hast du schon eine Vorstellung? Heute nimmt Robin den 11-jährigen Rodwell das erste Mal mit auf einen Helikopterflug. Rodwell kommt seit 3 Jahren jeden Tag nach der Schule zu Robin und ist schon mehrmals in kleinen Flugzeugen mitgeflogen. Der Helikopterflug heute ist die Belohnung dafür, dass Rodwell sich immer sehr interessiert gezeigt hat und fleißig gelernt hat. In Los Angeles gibt es von allem etwas. Hier findet man die größten Unterschiede zwischen großer Armut in manchen Stadtteilen, dann die Innenstadt und den unglaublichen Reichtum von Beverly Hills und Beverly Parks. Hier leben einige der reichsten Menschen der USA. Es gibt Häuser wie das von dem Schauspieler Eddie Murphy mit einer riesigen Wohnfläche. Und dann, wenn man bei uns rüberfliegt, direkt auf dem Weg zu Eddie Murphys Haus, sieht man Häuser, in denen eine gesamte Familie auf engstem Raum zusammenlebt. Das Haus ist dann kleiner als Eddie Murphys Badezimmer. Und die ganze Familie lebt darin. In Los Angeles gibt es von allem etwas. Und entdecken Sie morgen die faszinierende Welt Südkaliforniens an der amerikanischen Westküste.